Hi. In diesem merkwürdigen Sumpf voller Sümpfe mit dem einzigartigen Raptor und unseren 10.000 Begleitern, die nur zu dritt sind. Genau, die anderen haben gerade Pause. Wir wollen Kaffee trinken, was so spät ist. Also, wir müssen jetzt die Grauen. Was willst du mit den Grauen nochmal machen? Wir müssen irgendwann das Auge auch rausreißen. Wir müssen drei. Abgemorkst worden. Genau, wir müssen drei Dämonenhexen ihr Auge stehlen, weil sie vermutlich nicht freiwillig hergeben möchten. Ich reiß einfach wieder raus, wie damals in Eve Gold. Ist immer nicht den Mittagessen. Finsterklaue, was ist das für ein Name? Ah ja, weil diese komische Frau namens Minade die haben wollte. Du musst aber diesen lästigen Sumpf durchqueren. Ja, ehrlich gesagt, ich mag den jetzt nicht so, diesen Sumpf. Oh, pass auf, Nachtblume. Nachtblume. Das ist furchtbar. Hab ich gemerkt. Der verursacht sehr schweren Durchschlagsschaden. Ascacopus-Pflanze. Blütenblatt der Nachtblume. Was war das denn? Die Blütenblätter fühlen sich staubig an und sind zäh wie Leder. Sollte man mal wieder ein bisschen Staub wischen, ne? Probier für eines von drei Ingredienzien für diesen Trank von Lampidus? Ich hab vergessen, wie die heißt. Irgendwas mit Lampi. Ich kann gerade noch schnell in den Questlog reinschauen. Lampido. Und noch mehr Ochsenfräusche. Sanura. Sehr viele. Ja, aber. Wenn man wieder so höchst intelligente Sätze. Kann passieren, habe ich auch in letzter Zeit. Habe ich gerade von dir Sachen geklaut? Keine Ahnung. Intelligenz, ja. Keine Ahnung, mein Name steht nicht drauf. Oh, die bauen seltsame Hütten. Die sind auch noch unsymmetrisch, sehr widerlich. Oh nein, können sie es wagen? Ja. Muss direkt in die Luft gesprengt werden. Im ersten Detektiv kommen. Nicht nur wie in die Luft, sondern auch zur Hölle geschickt werden. Ja. In den Nether! Nee, da muss ich auch immer mal hin, das ist ja auch widerlich. Das ist auch wieder Magiersache. Hab ich gemerkt. Aber da war es schon zu spät. Können eigentlich die Frösche in Feuer reinpacken, damit sie nämlich mehr sehen muss. So, erstmal alle verbrennen. Frösche grillen. Das ist ein Sumpf. Naja, es gibt ja auch Menschen, die Frösche Schnecken essen. Ob es dann auch Leute gibt, die Frösche essen? Ja, Frankreich. Auch Frankreich. Und das ja, das ist ein Wolf. Wo ist denn die. Die essen mal alles. Na, jetzt mal nicht genießen. Froschgelenke irgendwie. Froschschenkel? Ja, Froschschenkel, genau, das war's. Wo ist denn der Froschschenkel? Ist ja bei denen Delikatesse. Gut, dass ich nicht in Frankreich bin, das hört sich ein bisschen widerlich an. Du musst ja auch nicht essen, du kannst ihn. Muss ja nicht, auch nicht essen, ist ja. Eine Auswahl. Auswahl? Es sei denn, es wird auf den Tisch gekloppt. Na, Bröschen. Kopfpilze. Okay, ich wurde neben einem Chicken genommen. Also mein Kopfpilze. Das sanfte blaue Licht unter den Kappen der Pilze lässt sie aussehen, als ob sie atmeten. Genau. Atmeten? Atmeten. Was ein Vergangenheitswurm. Vergangenheitswurm von Atmen. Sie atmen nicht mehr, sie sind tot. Tot.
Also wieder so ein Opferschrein. Und mehr hessische Schilfhöten. Ist Schilf oder? 276.000 Fahrung. Oh. Level up. Level up. So, ein bisschen wieder. Wieder ein bisschen Giftwiderstand erhöhen. Jacken, du hast deinen Giftwiderstand verloren. Das müssen wir erneuern. Ja, alle haben verloren. Jetzt können wir weitermachen. Zwischen den ganzen hohen Bäumen durchlaufen. In diesem kleinen Sumpf, der nicht klein ist. Wow, da hat man wieder Hälfte Lebensenergie verloren. Oh. Meine kleinen Wuffis. So. So, auch noch mehr Mittagessen. Nur mal ja eine Scham essen. Okay, ich hab keine Ahnung, welche Rüstungen das waren. Stärke, Intelligenz! Oh nein. Wo ist weg damit? Ah, das ist der Scheideweg. Da man links oder rechts sind, wie aus einer Brücke. Scheideweg des Schicksals. Aber wir führen eh zum selben Bereich. ja. Schön, dass immer Pfeile von den. Von Palisaden aufgehalten werden. Oh, eine einfache Tour. Haben wir ein Zeug, wie. Irgendwas ein. Frost des Tartaros. Ich hab's einfach eingesammelt. Frost des Tartaros, soweit ich weiß. Ja, haben wir aber, glaube ich, schon vorhin. Haben wir auch. Naja, alles vorgelesen. Ja, Noah, machst du ja richtig breit in den Sumpf. Ich halt. Nee. Mein Kaffee noch heute. Oh ja, dann muss ich den einfügen. Wir fügen mal alle möglichen ein, nur nicht nützliche Sachen wie Rucksäcke. Ja, muss man erst bis zum End warten. Die Schalterboxen. Man hat da Leder und andere Sachen, die man als Rucksäcke basteln könnte, aber nein. Ja, Morty. Kann er Boote herstellen, aber keine Rucksäcke. Oh. Was passiert? Also, boah, schon wieder ein Wolf verliere ich. Ja. Oh. Wölfe können mal ruhig ein bisschen mehr aushalten. So, wir haben hier ein bisschen Gold. Verschiedene Armschiene. Was checken wäre. Stärke, 18 Punkte. Das war nett. Oh, was für dich. Ah, Tauschgeschäft. Wobei ich behalte ja eh meine Handschuhe. Die haben die Steinform. Egal, hast du halt nur mehr Geld. Komm mehr Nura. Geld! Nee. Kommt nicht mal zwei für Bruce. Ah. Schön als erledigen. Ah, der Sport. Mehr Pfeilen. Bögen. Kiesel. Wirklich mehr Widerstandsfähigkeiten. Man geht schon bestimmten Prozent auf euer Lebensziel und was sagt ihr immer noch? Kiesel stirbt halt gerne. Du hast ja gesehen, wie oft der ins Garten gestorben ist. Dann habe ich ihn mit Schattenmähne ausgewechselt und dann mit Abak. Alles nachdem er mich verhaftet hat in Einsamkeit. Kleine Verräter, ey. Obwohl, das war eigentlich danach. Blöde Verräter, nur weil wir noch niemals Glaubian geschenkt haben. Übertreibt er einfach so. Echt mal. Ja, das geht Hacker. Hacker müsste euch der Schild sein. Ich bin gerade eben an den legendären Schwierigkeitsrat, wo die Bögen hier bei japanischen Namen zu Bogen haben.
Oh, ich hab den Grundier, Chromatie. Vorsteher, gehört, warum bist du wieder tot? Weil die Leute gar nicht sterben. Ah, hier ist noch eine Truhe. Bei dem noch die Buffs erneuern. Sehr schön. Magierzeug. Da kommt direkt zurückgerannt. Schicker Dinge für mich, schicker Dinge für mich. Naja, ich hab's Pink gehört, was die Sachen machen, wenn die rausgeworfen werden. Pink! Na gut, vielleicht nicht Pink, aber sowas ähnliches. Aphrodil, letzte Zutat für den Trank. Diese Baumrinde von diesem Baum, der so blau leuchtet. Und raus damit. Da ist nur eine gedroppt worden. Ich sehe zwei. Ja, es ist die zweite. Okay. Das war seltsam. Was da oben. Die Wurzel ist feucht. Mm. Und gibt einen seltsamen, süßen Geruch von sich. Wildschäkern. Was? Aber ich gebe auch. Interessant. Ja. Frag mich nur, woher du das weißt. Ich vermute es nur. Ah, noch mehr Bäume. Ach, ich verweigere die Aussage. Alles, was er sagt, kann gegen ihn verwendet werden. So, Wehmer. Ein bisschen Resistenz zu schwächen. Ach, du heilen. Ja, klingt toll. Ja, das sind schon die Mauern von dieser Ruinenstadt. Auf der Mauer ist ein Brunnen. Kleines Hühnchen. Die sitzen immer auf Mauern, weil sie gerne immer höher sitzen. Diesel oder letzten Wolf. Beide. Das ist immer einmal nicht hin, wenn man sich selber heilt und sowas. Soll mal anfangen, hier Feuer zu widerstehen. Ja, so ist es dann 80%. Ist nicht höher gehen als 80%. Traurig. Ich bin vernachlässigt. Oh ja, Hormus. Ach ja, jetzt kommen schon wieder diese Homus-Witze. Da habe ich gar nichts gesagt. Nein, ich habe daran gedacht. Da kann man wieder diese Homus-Witze machen. Ja, weil ich nur nicht einmal verlesen habe. Ach komm, weißt du noch? Wurfäxte im 5. Kapitel. Cafeteria. War schon wieder so ein lustiger Verleser. Gehört schon wieder fast zum Sterben. Ah, das ist schon wieder ein paar Feuerspucker. Habe ich endlich mein Level ab. Fetzenwurst bleibt am Leben. Auch die bleibt auch am Leben. Mein Mana soll auch am Leben bleiben. Ich will gerade da in der Gasse. Innerhalb der NPCs, entweder in der Stadt oder beim Hexenzirkel, hat man Geschichte erzählt von deinen. Da sind wir von Königen der Stadt beschworen worden, dieses Verteidigen. Die hatten mehr Bock, als Götter fertig zu werden. Haben die Könige gesagt, nee, könnt vergessen. Dann haben die Hexen einfach so die ganze Stadt zerstört. Ach je. Wurden lieber über Ruinen herrschen, als statt zu dienen. Tja. Also in etwa war die Geschichte. Details können sich vielleicht verändert haben. Gut. Ah ja, hier im Westen gibt es auch noch so eine kleine Nebenaufgabe. Wenn wir es lebend dahin schaffen, dann können wir sie auch annehmen. Nein? Also Kiso und Fetzenwolf schaffen es nicht lebend dorthin. Leute, da kommt ja schon Flammenwerfer. Könnt ihr auch so einen Flammen da löschen lassen. Ja, deiner ist 8, deiner ist 9, meiner
in Acht. Aber der hält auch nicht so gut aus. Ah, jetzt sehen wir schon den ersten Statue von dieser Stadt. Hm. Also abseits der Stadt. Nackter Typ. Hm. Nackt hinter der Dusche. Okay, ich glaube nicht, dass die mal dicken Griechenland irgendwie Duschen hatten. Spring einfach in den Fluss und fertig. Hm, genau. So, bisschen Abstand halten, nicht kaputt treten. Ich bin doch so klein und fragil. Das Bogenschütze, Schrägstrich, Magier. Ja, Abby ist klein, aber gemein. Das ist wie bei Garrett. Das ist wie bei Garrett. Aus der Nähe fragil, aber aus der Entfernung tödlich. Aus der Königinnen. Yep. Gibt hier nämlich. Ah ne, die Aufgabe war in den nächsten Griff. Aber, nein, Raffi vertut sich! Aber in dieser gibt's auch einen wichtigen Questgegenstand. Vorsichtig, diese Magier sind sehr nervtötend. Magier sind immer nervig. Die sind nervtötend, sondern auch wirklich tötend. Ich bin gestern schon genug gestorben in meiner Baphomet-Fluchaufnahme. Das habe ich schon mitbekommen. Was die Zuschauer leider nicht mit sehen werden, weil, ne, habe ich ja erzählt. Mhm. Einfach doppelte Tonaufnahme von dem Sound. Da hat Zirken plötzlich zwei doppelt kommentiert. Ja, nee, ich nicht. Charaktere. Ja. Neue untote Gegner. Phantome. Also den nicht von den Obelisken beschworen werden, sondern richtige Tote. Ah ja, das ist von Finn Alkiste. Hab ich gar nicht gemerkt auf den Namen. Antiker Mondschlüssel. Ja. Das eine ist der beiden Schlüssel, die wir brauchen, um an den Schatz zu kommen. Mein Schatz! Ein antiker Schlüssel ist aus Gold gefertigt worden und trägt das Symbol des Mondes. Hm. Mond und hier Dings. Intelligenz. Rüstung. Verdammt, das ist abkühlen. Wir haben versehentlich in Steinform verwandelt. Okay, wieder zurück. Kann passieren. Kann passieren. So, nächsten Untoten. Wenn ihr mich hören zum Anker. Ich brauche euch von hinten an. Ja, taktisches Vorgehen. Bist du der Kerl, ich bin stehen. Ja, verschwinde dieser Totem, die was machen. Du warst doch, du weißt nicht selber, was genau. Ja. Bei der Geistermeisterschaft gibt es auch einen, so einen Totem, der magischen Fähigkeiten verbessert, aber der hat. Sieht anders aus und hat auch andere Aura. Bei denen hier weiß ich nicht, was sie macht. Sieht aus, als sind vermutlich Lebensgradschaden oder so. Oh nein. Warte, wer wieder gestorben ist. Warte mal, wer bei mir schon wieder gestorben ist. Leute, können mal 5 Minuten lang überleben. Hyperdonenhaut, die haben wir glaube ich noch nicht. Ein Fetzen rauer zäher Haut, die vom Fleisch ein ist. Na gut. Doch, die müssen wir schon haben. Ja, da habe ich doch diesen Kommentar gemacht mit hier beim lebendigen Leib die Haut abziehen. Du meintest, genau. Aber Chicken, die sind doch tot, als die Haut abgezogen bekommen haben. Tutendum. Ach, ich merke mir doch nicht alles. Naja. Ah ja, und da war so ein Gesetzeskeller. Wenn man schon wieder einen Dungeon sieht, ich glaube, da gab es auch mal so einen Ort. So eine Art Keller oder Ruine, das unter Wasser stand. Ja, kann sein. Ach genau. Ich erinnere mich auch an sowas. Dieser geheime Bereich, den man mit einer Engelstatue öffnen muss, in einem dunklen Wald. Dunkler Wald? Ich erinnere mich an viele Sachen. Das ist dieses ekelhafte Labyrinth. Was optional ist. Achso, Labyrinth sage ich gar nicht so schwer. Ach, hast du durchgefunden? Ich nicht. Ja, ich habe immer nur die Karte geschaut. Ich bin mit den beiden Pyramiden. In der Wüste. Ich habe immer nur die Karte geschaut und das war schon gereicht. Für mich war das viel zu kompliziert.
Okay. Ah ja, wenn da... Oh nein, ein Stab. Bin ich infiziert. Ah. Ein Schattenstab. Ich meine, Skyrim benutze ich Stäbe. Ich glaube, ich bin momentan Magierin privat. Ich glaube, so gut wie niemand benutzt das Stäbe, weil die dann nutzlos sind. Na gut, einmal halt Akalie vom Winterfeste Quest, den Stab des Magnus. Na gut, vielleicht verbündet der Heil, der Stab, der ist vermutlich nützlich, um die eigene Mana zu sparen. Mana. So. Ja gut, wir sind in den chemischen Ausgang schon. Ich war mir gar nicht sicher. Ging es jetzt im Ausgang hier? Guck auf die Karte, dann weißt du's. Ich schau ständig in die Karte. Das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Angewohnheit von mir. Ich schau zu oft auf die Karte, laut meinen Thumbnails, die von YouTube generiert wurden. Ja, schau auch jetzt mal auf die Karte drauf. Das ist eine richtige Angewohnheit. Ach, und Diskus. So, jetzt sind wir in Soronis. Ah ja, die verbuggten Kreaturen, die stehen hier. Die spawnen jedes Mal neben den... neben der Brücke. Wo ich gerne gerade... Ich benutze mal meine letzte Shift-Rolle. Verwelten. Au! Käse wieder umgebracht. Was für eine verwelken Shift-Rolle und das und sonst. Gut gemacht, Kurt. Ja. Ich bin in den Fähigkeiten. Oh nein, jetzt fangen wir an zu tanken. Oh nein, jetzt sind wir in den zargonischen Ruinen. Jetzt haben Chicken und Rappi Beef. Was? Warum? Ja, zargonische Ruinen, tanken. Achso. Oh nein. Mach sie nicht mit dem Gerät. Das ist die alte. Das ist ja der Start von Gaun vernichtet wurde, obwohl sie diese beschützen sollten. Wieso? Die haben auch wie. Auf dem Grill? Steak nur gegrillt. Ach, wer will. Irgendwie los, ich gar nicht die zu beschützen, weil ständig abgefackelt werden. Generationsschwein. Heilung und so. Ich werde nicht meine Rune des Lebens auf die Rot packen. Macht ja nichts. Immerhin finde ich die Ruinen hier echt toll. Über zerstörte Mauern, alles verlassen, verwachsen. Ja, ich mag so verlassene Orte wie Ruinen oder Wälder, wo halt kein Menschenseele ist. Hat so richtig interessante Atmosphäre. Ob ich möchte in Einsamkeit leben. Aber das sollte die Schatten meist nein wundern. Vor allem hat das Ding nicht mal eine Schmelze. Ach so, ist die Schatten schon ein Schmelzen. Ich hab eben einen da aus dem Ofen, mach ich auch noch diesen einen installiere, den ich mir rausgesucht habe, um dass da eine Schmelze reingepackt wird. Ist ja ekelhaft, ich hab mir fest da nicht dran gedacht, selber. In die Stadt eine Schmelze zu bauen. Weil die Fallout 76 machen mussten. Hahaha. Weil der Witz, weil jeder sich drüber lustig macht. Aber Skyrim kam doch 2011! Ich weiß. Der Star Wars ist total verpasst. Wo ist der Schleimwerfer? Brauchen besser im Feuerwiderstand. Wobei, ich glaube, passives Kill von Erzauber. Ja, genau, Steinhaut. Erhöht die Rüstung und den Feuerwiderstand. Aber ich brauche noch 2 Stufen bis dahin. 2 Stufen? Ne, nach 3 Stufen kann ich erst skillen. Und ich glaube, bis dahin bauen wir es gar nicht mehr. Ich wollte gerade mein Wölfchen heilen, es stirbt und dann dadurch habe ich dich geheilt, weil du in der Zeit so hochgerutscht bist. Ach so. Bei meinen Verbündeten. Hoppla. Also eigentlich wollte ich
gar nicht heil gemacht. Ach so, okay, ich kann damit leben. Bis ich sterbe. Ich denke mal wieder was für Best of. Dass ich noch gar nicht angefangen habe. Genau. Ich bin mit anderen Dingen beschäftigt den. Was soll machen wir? Ich habe schon mal angefangen, Kolumnen folgen. Naja, kannst du machen, wenn wir das gesamte LP hinter uns haben. Okay. Damit du nicht ständig was Neues dazu hinzufügen musst. Ich wollte es eigentlich sowieso in eine Akte aufteilen. Achso, die Spieleakte. Ja. Also, immer 5 Zoll. Akt 1, dann Akt 2. und so weiter. Akte 3, immer etwas nein. Akte S Fabula. Nein, das war was anderes, Chicken. Was? So hätte ich ein. Ach, komm, beschworen schon wieder tot. Ich wollte gerade heilen. Ja. Oh. Ja. Das war lächerlich. Ja. Jungs, ihr braucht mehr Lebenspunkte oder Verteidigung. Oder mehr Lebenswillen. Ja, dass wir den gesamten Ruinen ausräuchern, diesen Fröschen und Flammenwerfern. Und mein Leben sinkt aber auch recht schnell. Ich drücke immer versehentlich auf die rechte Maustaste. Rechte Maustaste? Also ich habe nichts auf meiner rechten Maustaste. Ich habe eine Steinform da drauf, den ich schon immer schnell verwenden kann, um meinen Tod zu entgehen. Ja, dann schick musste ich eher einholen, du bist zu weit voraus. Na gut. Recht groß die Ruinen hier. Aber zu klein für eine Stadt. Ach, ein Panzer. Und die kleinen Krebse, die ich meistens schlecht erkenne. Mhm. Weil diese Zahnmuster. Ich würde sagen, die tarnen sich. Tarnen sich halt gerne. Nee. Von mir ist mir nur irgendwie ausgelaufen. Ich auch. Wölfe kriegen nichts mehr von mir. Die sterben zu viel. Hm. Noch mehr so. Krebse, Krabben, Schlammläufer. Hey, mehr leckeres Krabbenfleisch. Yay. Erstmal schön in meinen Beinen gegrillt und hat checken lecker Abendessen. Naja, an Kraben, Krebs ist eigentlich nicht so viel dran. Schon mal die Großen gesehen? Doch über Garnele. Hey. Ich hab gerade eben auch ein Level Up gehabt. Was? Du bist wieder vor mir ein Level Up. Ich hatte jetzt auch ein. Habe ich nämlich überall verhört. Ich werde schon losschreien, wenn ich Level Up habe. Mach das okay. Mal. Schrei du mal, Chicken. Wo ist Mutter? Ja, schrei Chicken. Aber ein sanfter Art und Weise. Nee, das ist so mein andere. Ist er. Naja. Also nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Ja. Ja, manchmal müssen wir irgendwie in dem Städtchen nach Gott rufen. Aber Karten versteckt es nicht. Diesen Mauer. Aber wo Level Up. Sich bewegende Gräser. So. Gras. Meine so. Beutel sind voll. Mir du schlägst wieder schon Bogenschaden und wahrscheinlich gerade Gegner zu durchschlagen. Gegner durchschlagen. Dann schlage du mal die Gegner. Na, genau, sämtliche Gegner mit der Flugbahn des Falls angreifen, das verletzen kann. Ist Chicken. Für beide, ja. Ruhe des Wassers bietet die Möglichkeit, Fähigkeiten mit 50% reduzierten Energiekosten zu benutzen, während das Eichenherz wirkt. Muss eigentlich auch bei dir zählen, oder? Ja, ist auch so.
Oder noch Lebensstreuung. Sorgt dafür, dass die heilende Energie von Lebengewinn sich von ursprünglichen Ziel ausbreitet und auf zusätzliche Verbündete überspringt, die in der Nähe stehen.